Hallo, nach der kurzen Wiederholung, wie man einzelne Versionen kennzeichnet und wieder darauf zugreift, wollen wir jetzt ein entferntes Repository erstellen und dazu bedienen wir uns der Plattform GitHub. Fassen wir nochmal zusammen. Also was wir bisher hatten, war ja hinzufügen und committen, dass wir die Sachen von auf die Stage und ins lokale Repository kriegen. Was wir jetzt dazu bekommen haben, war der Checkout. Also wie kriege ich die Sachen oder spezielle Sachen aus meinem lokalen Repository wieder raus? Und als nächstes kommt jetzt eben die Frage, wie kann ich hier hinten noch ein zweites Repository oder überhaupt entfernte Repositories an mein System so andocken, dass ich die in meinem Workflow verwenden kann. Das Thema Remote Repository machen wir am Beispiel von GitHub. Das hat für uns den Vorteil, dass wir dann noch ein paar andere Tools von dieser Plattform im Laufe des Semesters verwenden können. Wenn Sie sich auf der Seite mal umschauen, stellen Sie fest, da gibt es verschiedene sogenannte Plans, also was das Service Bundles kann man sagen, also Funktionalitäten. Und hier gibt es diesen Free Account. Und Sie sehen, hier gibt es 3 Collaborators for Private Repositories. Das heißt also, wenn Sie das im Rahmen der Vorlesung benutzen, sollten Sie sich hier einen von den 3 aufsparen, damit ich auch in Ihr Repository reinschauen kann. Und wenn Sie hier auf Choose Free klicken, dann kommen Sie eben auf eine Seite, auf der Sie dann Ihren Personal Account einrichten können. Das habe ich schon gemacht und bin jetzt hier auf der Seite, wo ich meine Repositories verwalten kann. Und Sie sehen, hier sind jetzt noch keine. Und jetzt machen wir mal ein neues Repository hinzu. Das kriegt jetzt mal den Namen Git Test, damit wir einfach mal schauen, wie wir das mit unserem bisherigen Repository verheiratet kriegen. Und dann schreiben wir hier rein. Gut, das ganze Ding soll erstmal private sein. Können wir mal gucken, ob wir das später nochmal sichtbar machen wollen. Dann gibt es hier die Möglichkeit, noch Git Ignores sich vorgefertigt direkt anlegen zu lassen. Das werden wir dann auch beim nächsten Mal machen, wenn wir uns mit Visual Studio damit verbinden wollen. Und eine License würde ich jetzt am Anfang erstmal noch keine reinmachen. Und wenn ich jetzt hier auf Create Repository klicke, dann wird ein Repository angezeigt. Und hier steht jetzt auch schon, wie man an das Repository drankommt. Sie sehen, hier sind die ganzen Git-Befehle, die gehen wir gleich im Einzelnen nochmal durch. Was für uns spannend ist, ist eben hier diese URL, weil mit der können wir nachher entsprechend zugreifen. Ich habe das jetzt mal hier reinkopiert, also git remote at origin und dann unsere URL. Also das, was der Befehl im Prinzip macht, ist, also git ist klar, remote, alles was sich irgendwie mit entfernten Repositories zu tun hat. Add heißt hinzufügen. Der erste Parameter ist der Name, unter dem ich hinzufüge. Und der zweite Parameter ist eben die URL, unter der ich dieses entfernte GitHub-Repository erreiche. Was wir jetzt machen ist, unter dem Namen Origin wird jetzt im Prinzip ein zusätzliches Fach in unserem lokalen Repository angelegt, wo eben dann die Daten von diesem entfernten Repository abgelegt werden. Dass das Origin heißt, ist eine Konvention. Das muss so nicht sein. Das kann irgendein Name sein, aber wenn Sie mit den Cheat Sheets arbeiten wollen, dann bietet es sich an, das so zu machen, denn da wird eigentlich immer Origin verwendet. So, jetzt machen wir das mal und dann müsste jetzt eigentlich das passiert sein. Also es ist eigentlich gar nichts passiert, außer dass wir jetzt wissen, dass es dieses lokale Repository, also in diesem lokalen Repository einen Verweis auf ein entferntes Repository gibt. Passiert ist jetzt noch überhaupt nichts. Das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Das ist der Push. Da wollen wir jetzt die Daten rüberschieben. So, den Befehl habe ich jetzt auch mal da reinkopiert. Git Push heißt also, wir wollen Daten von dem lokalen Repository ins Remote Repository schicken. Das U sagt, dass wir in Zukunft immer das Origin als Upstream verwenden wollen. Also wir wollen nach Origin pushen. Und was wollen wir pushen? Unsere Head. Ja, in den gegenüberliegenden Master. Also wir wollen jetzt als neue Master-Version drüben
eine Version anlegen, die unserem Head entspricht. Ja, also wir können jetzt hier, das ist die lokale und das ist das, wo es hin soll. Ja, dann machen wir das mal und dann sehen wir, hier werden jetzt alle drei Versionen, die wir bis zu unserem jetzigen Head auf der lokalen Seite hatten, auch auf dem Remote Repository angelegt. Wir sehen es hier also, Compressing Objects 4 von 4. Hier sehen wir auch schon Writing Objects 10. Ne? Also wir haben ja gar nicht 10 Dateien, sondern wir haben, wenn wir alle Versionen zusammenzählen, haben wir alles in allem 10 Dateien, die jetzt eben auf der gegenüberliegenden Seite angekommen sein müssen. Schauen wir uns da mal eben an, wie das da aussieht. Also das ist unser Repository, wie wir es eben angelegt haben. Schauen wir da rein, sehen wir, aha, also hier gibt es jetzt eine Anschaffung TXT, einen Einkaufszettel. Wenn ich jetzt da draufklicke, dann habe ich hier jetzt die Integration in das GitHub, das ist also die Funktionalität, die mir das GitHub zur Verfügung stellt, dass ich jetzt da reinschauen kann. Ne? Und wir sehen, wie erwartet, ist jetzt hier die Milch-Kaffee-Eiscreme-Zucker-Version drin, weil das ist ja die letzte Version, die wir eingecheckt haben, denn wir haben ja unseren Head eingecheckt. Schauen wir nochmal dahin. Also eingecheckt ist ja diese Version, also die mit hier unseren vier Dingen, die wir kaufen wollen und unseren Anschaffungen. Die Eier, die liegen ja hier, aber die sind ja weder auf der Stage noch im Repository. Die sind selbstverständlich dann auch nicht auf der gegenüberliegenden Seite angekommen. So, der Vollständigkeit halber packen wir die Eier jetzt aber trotzdem auch nochmal da rein. Also Commit A-M Eier added to Einkaufszettel. Alles klar, das, was wir hier erwartet haben. Also die Einkaufszettel, der Einkaufszettel lag schon mal auf der Stage. Jetzt liegt er auch mit den Eiern auf der Stage. Jetzt ist er hier im lokalen Repository drin. Und im gegenüberliegenden Repository, im Remote Repository, ist er jetzt nicht. Ja, also diese beiden müsste man jetzt nochmal mit Push synchronisieren. Wir wollen aber jetzt mal was anderes machen. Wir wollen jetzt mal einen zweiten Entwickler simulieren. Und das machen wir dann im nächsten Film.